Hallo und herzlich willkommen auf dem Einfach-Koi-Kanal. In diesem Video seht ihr den zweiten Teil zum Thema die Koi nach dem großen Feuerwerk. Ich muss jetzt dringend die Filterkammern säubern, da der Stress für ein erhöhtes Kotaufkommen während des Feuerwerks gesorgt hat. Viel Spaß beim Anschauen. Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Koi-Blog. Heute geht es einmal um die Problembehebung vom Silvesterübel, und zwar die ungewöhnlich viele oder große Menge an Kotausscheidungen, die werde ich jetzt einfach mal entfernen. Dazu gehe ich jetzt wie folgt vor bei meiner Anlage. Ich schließe die Zuleitung vom Teich. Und ich schließe die Verbindung zwischen den zwei IBC-Tanks. So, damit ist dieser Tank komplett abgeschottet. Und jetzt pumpe ich das Ganze mit Hilfe von einer Pumpe ab. Ja? Das heißt, der Flow wird ein bisschen unterbrochen, aber das ist jetzt hier nicht so schlimm, weil es geht relativ zügig mit meiner Pumpe. Ja, nachdem alle Geräte für so einen Durchfluss relevant abgeschalten sind, habe ich jetzt hier unten den Kugelhahn geöffnet. Der Kugelhahn verbindet beide IBC-Tanks mit einer Abwasserleitung. Wie ihr seht, diese Abwasserleitung führt bei mir hier bis zu einer handelsüblichen Teichpumpe. Also keine Abwasserhebeanlage oder irgendwie sowas. Warum? Ich habe hier eine Innenhalterungsanlage, sehr wenig Dreck, also kein Laub oder irgendwas, was meine Pumpe verstopfen kann. Außerdem ist mir jetzt auch in dem Fall egal, ob der Dreck gehäckselt wird durch die Pumpe, weil ich das Ganze natürlich jetzt entweder in das örtliche Abwassernetz entlasse oder zum Düngen und Gießen von meinem Garten benutze. Aber dazu in einem anderen Video noch was, was man da vielleicht auch mal beachten sollte. Ja, ihr könnt jetzt hier schön sehen, normalerweise reicht der Wasserstand in dem hinteren Behälter deutlich über den oberen Gitterstab da, und ihr könnt jetzt hier schön sehen, wie meine Pumpe das Abwasser wegfördert. Ja? Ich öffne jetzt auch gleich nochmal den Deckel, um euch zu zeigen, wie ich dann weiter vorgehe beim Reinigen. Ja? Also in diesem Sinn, ich brauche jetzt hier meine beiden Hände, ich melde mich gleich. Ja, ihr könnt hier schön die Abdeckung auf meinem Tank sehen. Ich reite das mal so weit vor, dass ich das Ganze hier einfach mal abhebe. Vielleicht auch mehr oder weniger live von euch zu beobachten. So. Filter freigelegt. Ihr könnt jetzt hier schön sehen, wie das Wasser sinkt. Und wir können ja auch mal kurz schauen, wie schmutzig denn so eine Bürsten wirklich sind. Na ja, ich sag, das Ganze ist auf jeden Fall erträglich. Und da könnt ihr auch schon wieder sehen, dass ich das manche der manche Tech-Tipp auch für solche Sachen bewährt. Ja, also ihr könnt auch mal so eine Filterinspektion machen in ein paar Winkeln, wo es gar nicht geht. Wer ein wasserdichtes Handy hat, der kann auch mal das Handy unter Wasser halten. Ja, ich will jetzt hier gar nicht weiter schnacken. Ich schnapp mir jetzt hier einen Schlauch und spüle jetzt einfach mal hier die Bürsten noch ein bisschen nach und sorge dann auch dafür, dass hier unten der sich im Filterbehälter absetzende Dreck dementsprechend mit verteilt und mit abgepumpt wird. Ja, also bis gleich. Ja, also ihr könnt jetzt hier schön sehen, dass das Ganze schon relativ gut abläuft. Ich gehe jetzt hier mit dem Schlauch durch,
spritzt das ein bisschen ab. Das ist übrigens jetzt auch nochmal Teichwasser. Ich brauche mir da jetzt so ein wenig Stress machen. Gehe hier einfach durch. Und sprühe das ab. Ich mache das jetzt hier in Ruhe. Ihr habt das Filter sauber machen vom Bürstenfilter schon ein paar Mal gesehen. Von daher erspare ich euch das und meldet mich, wenn das Ganze sauber ist. Ja, also ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier schön sehen. Hier unten, wie sich jetzt dieser trübe Schlamm bewegt. Ich versuche auch mal für euch ein bisschen zu zoomen. Kleinen Moment. Kriegen wir hin. Ja, leider wird da die Sache ein bisschen schlechter. Ja, aber dieser Schnodder, den ihr da jetzt unten seht, der wird jetzt abgepumpt und geht in die Kanalisation. Wie lange dauert dieser Vorgang mit Reinigen, mit Ablassen und so weiter? Also ich würde jetzt im Groben und Ganzen schätzen 10 Minuten. Ich kann es euch dann genau sagen. In diesem Sinn, bis gleich. So, ob ihr einen gut strömungsoptimierten Teich habt, seht ihr auch, dass sich das Wasser, trotz dass ihr jetzt die Pumpen abgeschalten habt, ja, wir sind jetzt wahrscheinlich bei Minute 8, immer noch im Kreis dreht und ja, somit das Ganze für die Fische auch relativ verträglich bleibt. Tja, liebe Leute, nach ungefähr 10 Minuten ist im Prinzip das Becken oder die Bürstenkammer wieder gereinigt gewesen. Ich bin mit dem Zustand sehr zufrieden. Ich will natürlich aber auch mein kurzes Unverständnis ausdrücken. Ich habe tatsächlich hier in diesem Filterbehälter einen Fisch gefunden. Ja? War wahrscheinlich wirklich der kleinste, den ich hier reingesetzt habe. Ich weiß auch nicht, wie er sich unter dem Zentimeterschlitz da durchgequetscht hat im Becken. Aber er hat es geschafft. Ja, zurzeit befülle ich das Ganze wieder. Ich war sogar so frei und habe auch die zweite Bürstenkammer gleich mal mit sauber gemacht, weil ich heute einfach die Zeit dazu hatte und ja, auch gleich mal die Probe aufs Exempel machen wollte für beide Filterkammern. Und ja, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Jetzt befülle ich, wie gesagt, die Anlage nochmal mit frischem Wasser. Das Ganze mache ich natürlich unter Beobachtung der Temperatur. Als ich angefangen habe, den Wasserwechsel zu vollführen, waren wir genau bei 16 Grad. Und jetzt schauen wir uns einfach an, wie das Ganze hier funktioniert. Ich fülle jetzt hier weiter Frischwasser ein. Und mein Ziel ist es, selbst bei einem Wasserwechsel von 50%, ja, so eine Temperaturschwankung von einem halben Grad im Maximum zu erreichen. Ja. Und ja, das ist mir hier eigentlich relativ gut gelungen, sag ich mal. Wie das Ganze ausgeht, werdet ihr noch sehen. So, und hiermit beende ich meine Füllmaßnahme. Mit 15,5 Grad bin ich doch sehr, sehr zufrieden mit meiner Aktion. Wie viel Wasser muss ich noch füllen? Es sind noch 10 cm. Die gönne ich den Fischen aber morgen. So denke ich, bin ich da auf sicherem Weg. Ja, in Zukunft gibt es also wieder Wasser mit weniger Gelbstich. Denn das ist was, was ihr auf jeden Fall beobachten könnt, wenn ihr einen Bürstenfilter sauber macht, dass ihr ja Gummistoffe und ähnliche Geschichten
doch sehr, sehr gut aus eurem Wasser bekommen. Ich zeige euch das Ganze morgen nochmal, wenn ja, sich die leichten Trübungen durch das Füllen und durch das ja, Spülen der Rohrleitung wieder gelegt haben. Dann ja, sollte das Ganze recht ordentlich und ansprechend aussehen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit euren Koi. Auch viel Spaß beim Saubermachen eurer Anlage. Wie gesagt, ich hatte zur Überraschung einen kleinen Koi in der Filterkammer. Den habe ich natürlich jetzt wieder zurückgesetzt und hoffe, dass er nicht nochmal so blöd ist und ich ihn nochmal da finde. Ja, werde auch jetzt regelmäßig mal reinschauen. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und kann abschließend als Tipp vielleicht sagen, dass ihr vielleicht, ja, wenn ihr mit solchen Bodenabläufen arbeitet, wirklich vorsichtig seid mit Fischen unter 20 cm, weil doch auch der Ernährungszustand unterschiedlich sein kann und anscheinend hat er es geschafft, sich da unten drunter irgendwo durchzuquetschen. Ja, wahrscheinlich auch auf der Jagd nach so einem Pellet, was vom Bodenablauf weggesaugt wird. Ja, das wird mir eine Lehre sein. Ab sofort bleibt dann alles, was kleiner ist, eben im normalen Aufzugbecken mit Grube. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Die sind mit Lochgitter am Boden versehen. Da ist das Abhandenkommen von Fischen in der Größe doch eher unwahrscheinlich. Ja, in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leider muss ich sagen, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ja, der Fisch durch das Silvesterfeuerwerk so in Panik versetzt wurde, dass er unter dem Bodenablaufdeckel Schutz gesucht hat. Ja, wie befürchtet, könnte das eine dieser Stressreaktionen sein, die ich schon in dem Video zum Thema Koi und Feuerwerk beantwortet hatte. Ja, wem das Ganze gefallen hat, der lässt mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.